So, jetzt hier herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Fallout London hier bei mir auf dem Kanal. Und ich habe gerade im Ladebildschirm gelesen, in den Ressourcenkriegen von was weiß ich, damals, da haben die Londoner viele, viele Waffen bekommen. Keine Ahnung, ich glaube, die gab es nie wirklich, die Ressourcenkriege. Das war ist alles jetzt dem Spiel geschuldet. Aber so erklärt sich, warum hier so viele Waffen in der Umgebung rumliegen. Also so viele Hooligans auch Waffen verwenden. Also diese kleinen Informationen links unten im Bild sind immer eine Lesung wert in der Tat. Also gut, das habe ich jetzt gesagt, was ich sagen wollte. Wir werden uns heute jetzt mit einer Quest beschäftigen, weil wir ja Kristalle brauchen, haben wir in der letzten Folge gelernt, für mehr Ausbauten. Ich bin immer noch hier beim Settlement, beim Flughafen. Und ich habe festgestellt, dass ihr da ein Interesse dran habt, dass wir hier weiter ausbauen. Also zumindest habe ich dann den Aufrufzahlen von dem Video gesehen und in dem Daumen, dass da ja Interesse besteht. Und deswegen werde ich dann mich hier auch sehr bald weiterhin damit beschäftigen. Wir werden, wie gesagt, diese ganzen Farmbauten, werden wir hier rüber verfrachten. Ich mach mal kurz hier den Modus an. Genau, hier werden wir den rüber verfrachten, den ganzen Farm-Shit. Und da werden wir noch ein, zwei Häuser rundherum setzen. Und dann haben wir da so ein bisschen, kleines bisschen eine Trennung drin. Und hier werden wir mit so einem kleinen Marktplatz bauen mit so ein, zwei Händlern. Und ich denke mal, dann haben wir hier eine vernünftige Siedlung. Und dann können wir uns die nächste Siedlung vornehmen. Es gibt insgesamt 7 Stück in der Tat. Und ja, mal gucken, wie viele wir davon ausbauen. Auf jeden Fall die London Bridge würde ich mir gerne noch reintun. Aber da müssen wir eine Quest vorher bestehen. Ich habe noch nicht rausgefunden, welche hier. Die kann man als Siedlung, kann man das Ding kriegen. Das ist stimmt geil, wenn man da oben drauf bauen könnte. Ich weiß nicht, ob das machbar ist. Das werden wir dann sehen. Was ist mit ihr los? Ein Siedler, die kenne ich vom Gesicht her gar nicht. Haben wir neue Siedler? Haben wir 5 Betten, 4 Siedler? Ne, ist nichts Neues dazugekommen. Aber das Glück geht hoch da drüben. Ihr seht, das Glück geht hoch und die Größe ist, wird auch größer. In der Tat. Also, ich glaube, umso mehr Siedler dazukommen, umso größer wird dir jetzt Areal, das man benutzen kann. Ich weiß nicht genau. So, heute steht auf jeden Fall auf dem Plan Daten, der Tracking City, New Construction. Wir müssen ja, genau, da ist eine andere, da kann man jetzt sich anzeigen lassen, das kommt von Sim Settlement, da kann man sich anzeigen lassen, was in den letzten, seit dem letzten Besuch Neues hinzugekommen ist. Kneipentour machen wir nebenbei, die Bierdeckel. Himmelsmutter ist die Hauptquest, die würde ich nochmal ein Stück zurückstellen. Sküller müssen wir sogar zurückstellen, weil, ja, und so, ne? Und wir müssen jetzt zurück zum Sworn Mitre. Wollen wir das mal machen? Das haben wir jetzt schon ein paar Folgen vor uns hergeschoben. Wir haben ja der Dings geholfen, der, ich habe den Namen vergessen, in der Tat. So lange ist das schon her, dass ich den Namen vergessen habe. Also, ein Tag, in der Tat. Nee, aber wir können da mal kurz hinreisen und mal, ja, da die Quest abgeben. Wir haben ja der Frau da geholfen, haben die aus dem Gefängnis befreit, die eine Frau. Und ich denke mal, und hier müssen wir das Fass Bier holen. Das können wir natürlich auch mal dann noch machen. Da müssen wir aber hinlaufen. Na gut, das können wir dann machen. Dann gehen wir dann vom Guy's Hospital, gehen wir dann dahin. So, aber gehen wir aus zu Sworn Mitra, würde ich sagen. Markierung entfernen. Hier unten sind wir. Ja, das passt. Ich will nur gucken, wo dieses Sworn Mitra nochmal war. Das war hier irgendwie... Mensch, mein Gott, Walter. Zeig mir nochmal die Daten. Auf Karte anzeigen. Ach hier, guck. Ist gar nicht so weit. Wir könnten eigentlich hinlaufen, ne, wenn du es genau nimmst. Wir müssen am Portugalhaus vorbei. Buchs Einzelhandelsgeschäft, aber ich habe jetzt weiß auch nicht genau... Das sieht, hier müssten wir jetzt hier lang laufen und dann hier abbiegen. Bei der Churchill-Bibliothek. Das müsste eventuell funktionieren. Und Sworn Mitra. Aber ich glaube, wir müssen dann noch genug laufen hier, hier zu der zu dem Fass Bier. Deswegen würde ich jetzt mal eine Schnellreise machen. Und wir machen dann beim Laufen dann gleich. Wir müssen ein bisschen das verteilen. Wenn ich jetzt nur alles ablaufen würde, das wäre zwar cool für mich, also fürs Spiel und für die Immersion. Würde das einiges bringen, denke ich mal. Aber das würde ja dann unendliche Ausmaße annehmen, das Let's Play. Und das wollen wir ja nicht. Wir haben ja quasi Fallout 4 für Fallout London pausiert aktuell. Das heißt, da müssen wir auch noch weiterspielen. Und deswegen ja, müssen wir uns eigentlich mal ein bisschen beeilen auch. Aber nicht so beeilen, dass es schlecht wird. Ich mache hier einen kleinen Schnitt an der Stelle, damit die Ladezeit nicht so lang wird für euch.
So, Sworn Mitre. Vagabunden Rekrut, ich glaube, der ist irgendwie verletzt. Alles okay. Ja, so richtig Angst habe ich jetzt vor dem nicht. So. Okay. Der Schwan ist ja cool hier am Boden. Schwanboot-Einzelteile, nehmen das mal. Ich weiß, ob wir das gebrauchen können. Auf nach Sworn Mitre. Wir können mal gucken, ob wir da jetzt bei den Vagabunden noch eine Quest haben. Ich weiß es nicht. So, und dann sind wir in der Kneipe. Sworn Mitre. So heißt die Kneipe. Und da ist jetzt der Sebastian Gaunt. Herr Sebastian Gaunt. Seems you're not a bad sort, me old mucker. So listen, I got an opportunity for you. You can keep on doing odd jobs for us, help out here and there for a few tickets, or you can step up to the big game. I'm offering you the chance to join the ranks of the vagabonds. Join our family proper. Your blood becomes our blood. Our fate becomes your fate. What do you say? Alles klar, ich bin interessiert. Ich denke, ich bleibe vorerst a free agent. Fair enough. You play your own game. If you want to reconsider, then come back to me. Wir können jederzeit beitreten. Just try not to end up on the wrong side of us. Won't be good for your health. Ja, wir halten alle Fäden in der Hand und werden alle Fäden. Ja, wir werden alle Fäden zusammenziehen, soweit wir bis kurz vorm Reisen sind und dann entscheiden wir uns. Ich weiß nicht, ob die Vagabunden der richtige Volk für uns sind. Ich glaube eher nicht. Würde ich eher, wir sind ja Gordo, glaube ich, schon beigetreten. Sind wir Gordo schon beigetreten? Weiß ich gar nicht. Aber Gordo ist mir 10.000 Mal lieber. Wir hätten jetzt immer noch die Quest. Sieht so aus, als geht es jetzt gar nicht mehr weg. Uma? Okay. Können wir mit dem Gaunt reden? Was habe ich davon? Warum möchtest du, dass ich mitmache? Was ist das Schicksal der Vagabunden? Alles klar, ich bin interessiert. Ich kann nichts anderes machen, dummerweise. Ich dachte, ich kann den irgendwie noch. Da würde ich erstmal warten jetzt. Was habe ich denn davon? Armor, Support, a bit of status in the streets and protection if you're ever in a corner. Those vagabonds look after our own. Now we ain't the only gang about, but unlike the rest, we ain't leeches. We ain't lording it over others, and we ain't fucking lunatics. You want to be someone's pawn? Go somewhere else. You want to be part of a real community? This is the place to be. Ja, aber im Endeffekt ist es auch nur eine Gang. Warum möchtest du, dass ich mitmache? Be told, I'm not sure of you myself. But Blind Nelson says he smells something special about you. And I'd be fucking balmy to ignore his nouse. I've got me some big plans coming up. And if you've got the right skills, you could play a big part in them. Ja, das geht, also es gibt eine Vagabunden-Questline, wie bei Fallout 4 und wie bei Skyrim, also jede Fraktion hat dann ihre eigene Questline und das ist die Vagabunden-Questline. Ich glaube, wir müssen da beitreten, um diese Questline zu kriegen, aber ich würde mich erst nochmal einlesen wollen, ob das endgültig ist, weil es gibt mehrere Fraktionen, es gibt noch die Engel, die Fifths, Column und so weiter, da gibt es noch verschiedene Fraktionen. Und ich will jetzt nicht irgendeiner beitreten und dann kommen wir da nicht wieder raus oder sowas. Was ist das Schicksal der Vagabunden? Revenge. Ach, Revenge. We've been at war with the fucking Isle of Dogs Syndicate for 10 years. And for too much of that we've been on the back foot. Rache, bin ich raus. Switch things up. Take the war to them and win it. Win it for good. Okay, Charisma. Und nach jedem Gramm Blut, was vergossen wird. Oh
Okay, das ist ein bisschen absurd. Der Übersetzung ist ein bisschen komisch, aber man kann es verstehen. Und nachdem jedes Gramm Blut vergossen und jeder rachsüchtige Becher ausgetrunken ist. Getting heavy, aren't we? Well, all I have to say is that's a bloody cup I want to savor every drop from. I'll suck the maggots from the filthy dog's flesh if I have to. Okay. Würde ich das glücklich machen? Yes. Yes, it fucking will. Hm. Alles klar. Na gut, ich bleib aus meinem Agent. You play your own. Just try not to it. Watch your back. Cause I can see exactly where. Okay, so. Da gucken wir nochmal beim alten Nelson vorbei, wenn wir den finden. Ne, was ist mit dir? Hast du eine Quest? Gibt es irgendwelche Gelegenheitsjobs? Well, if you're out and about, then can you get me some decent booze? I've not been able to venture out lately. I'm getting sick of all what's down the bar. Alles klar. Irgendwas Bestimmtes? Okay, optional. Bringen Sie Winston einen Gin-Cocktail mit. Oh, das würde ich natürlich dann machen. Warum nicht? Gerade Apokalypse, sollen sie trinken, was sie wollen. Mir egal. Clever Reporter. Was ist dein Gift? Was hast du denn so? Handeln, auf Wiedersehen. Was hast du denn so? Okay, das ist auch nur der Handelsmodus. Aktuell nicht, danke, auf Wiedersehen. At the moment, not at the moment. Ich schalte mal die Quaste ab hier. Willkommen bei den Vagabunden, das überlegen wir uns. Ja, auch so, wir müssen den Gin-Cocktail mitbringen, mal gucken. Also das ist eine komplett offene Quest. Ey, Ivet! Auf Wiedersehen. Ich dachte, wir können noch ein bisschen Quest für die machen. Aber nein. Das heißt, wir müssen irgendwann mal für Mickey. Mickey. Sabretooth Sid. My name's Sid. The boys here call me Sabretooth. I'm looking for a little help with something. I can make it worth your while. Lass mich wissen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Was ist das Problem? I'm only telling you this as you're an outsider. But I'm no good with my letters, see? My ma always wanted me to learn them. But my dad said it would make me weak in the head. Well, I'm getting old now. And I've had my share of adventures, but... My one big regret is never learning how to read proper. Maybe now I can finally play catch up, but I don't want the boys here knowing about this. That's why I'm looking for help from someone like you. I've got a little something special for you. If you can get me the goods I need. You in? Ja, warum nicht? Das ist ein edles Ziel. Ich helfe gern. That's kind of you, kid. It ain't easy keeping this secret, but maybe there's hope to learn, even at my age. I know some basics. If I can get the right materials, I'm sure I could get better. Thing is, there's bugger all to read round here. Some old menus and magazines, but no proper books. And I need me some books if I want to learn proper reading. You ever hear of a library? Used to be loads of them before the war, all full of books. They're mostly ruined now, but there's a few still about. There's one not far from here, in fact. Klingt einfach. Was genau möchtest du? But mine for the ghouls about. Get me 3 or 4 books and decent nick, and I'll give you something special in return. Alles klar. Wünschst du bestimmte Bücher? Kid stuff even. I need to start out simple. If you can find it, there's a little story called Dove's Dilemma. I remember from when I was young. It'd be nice to see you again. Alles klar. Okay, ich werde sehen, was ich tun kann. Aufholen. Begonnen. Optional. Finde Dove's Dilemma. Suche Bücher für Sabretooth Sith. Das klingt gut für mich. Uma, hast du eine Quest? Die haben wir gerettet, glaube ich. Churchill haben wir... Müssen wir Dings holen? Die Schraube? Okay, Fixer, Obermaterial, sprich mit Jan, the Screw, also der Schraube. Welcher Blick? Ich glaube, das ist nur mein Gesicht. Eine Müllkippe? Auf keinen Fall. Ich denke, dieser Ort hat viel heimlichen Charme. Ziemlich einfühlsam. Genau das, was ich gedacht habe. Wer zum Teufel bist du? Kannst du nicht mit mir reden?
Lokaler Leiter. Local Linksbums ist das. Wer sind sie? Ach, den kann ich rekrutieren, scheinbar. Oh, the LMI? The name's John the Screw. I'm the one in charge of fixing up this pub that you so clearly think you're better than. Okay. Warum nennen sie dich John die Schraube? Bit of a dodgy nickname for someone like me, innit? Sebastian and the boys almost skinned me alive when I first introduced myself. Thought I was a prison guard, they did. Vagabonds and prison go together like tea and Marmite. Hard to blame them, I guess. But when I explained that they call me the Screw, because I'm handy with tools, we was right as rain. War immer so dumm. Nun, sie machen offensichtlich einen tollen Job. Side off, I'm doing my best. I got enough stress dealing with those hooligans at Bromley DIY. I don't need you coming in here, spouting off with the cunty comments. You know what? That gives me a brilliant idea. How would you like to make a few tickets for a quick job? Okay. Finden Sie jemand anders, der Ihre Drecksarbeit erledigt? Nee, natürlich nicht. Ich höre zu. Was gibt's denn? Ich liebe leichtes Geld. The reason the Swan still looks like the town tip isn't because I've been sitting on my ass doing nothing. We're up to our eyes in repairs and running low on supplies. Fast. Typically, I'd send one of the leads down to Bromley DIY to pick up what we need. But the last time I did, a junkie blindsided him with the business end of a sledge. Now nobody wants to go near the place. But you seem like an hard sort. If you were to go take care of the hooligans down at the DIY so we can continue our work, I'd certainly make it worth your while. Glaube nicht, ich möchte heute nicht gegen Junkies und Hammer antreten, danke. Ich bin dabei, wo ist dieser Baumarkt? You're doing me a huge favor. Bromley DIY is just up the road. You can't miss it. So, räumen Sie Bromley Hardware Store auf. Touch me again, and there'll be consequences. Ey. Consequence. Johnny the Splitter. What can I do for you? Gibt es Aufgaben, die ich erledigt werden müssen? I could do with someone fetching something personal down Millwall way. I used to go to St. Edmund's Church there, and the old songs have been on my mind lately. Fancy popping along and nabbing a hymn book from there? Alles klar. Ich kann einen Blick darauf werfen, wenn ich dort vorbeigehe. Optional bringe Johnny ein Gesangsbuch mit. Haben wir vielleicht sogar eins schon? So, Workshop. Wir nehmen bis jetzt erstmal alle Questen an. Das ist natürlich sehr gut. Hilfe hatten wir nicht. Wie heißt das? Was wollte ich jetzt haben? Gesangsbuch, ne? Und dann, dass ich hier rausgetan habe. Ich glaube, die habe ich rausgetan. Schade. Schade, schade. Okay, dann werden wir das mal machen. Mit der haben wir gesprochen. Ivet hat nichts für uns, ne? Nee. Goodbye. Ich dachte, dass man die rekrutieren kann. Der blinde Nelson. Good to see ain't everybody out to get us. You're right. Okay, Nelson hat nichts. Uma haben wir schon geredet. Sebastian Gaunt will uns nur rekrutieren. Der Porter hat nichts. Ich glaube, wir sind hier so weit durch erstmal. Die ganzen Leutchen. Und da war noch dieser Fixateur hier, der hier unten rumgeschlichen ist. Aber ich weiß nicht, was mit dem war. Und wo der war, weiß ich auch nicht genau. Ist eine Chemiestation auf jeden Fall. Mit uns in charge, things would be nicer. For us, of course, but for Blighty too. Der war irgendwo hier unten im Keller. Hat der rumgestanden. Hier ist er. Bullet Tooth Anthony. Gibt es Aufgaben, die erledigt werden müssen? Führen? Ach so. Ey. Führen, Alter, was ist für eine schlechte Übersetzung? Es tut mir sehr leid. Dann werde ich mir die Leine an die Leine holen. Ach, halt. Wie gesagt, ich habe das, die Basis habe ich mit Google Translate und DeepL habe ich die Basis geschaffen. Ich schätze, ich kann etwas Bleischrott finden. My mother wanted me to be a farmer, but
4 Bleistücke muss ich für den finden. Okay. So. Dann würde ich erstmal die Quest machen, die wir jetzt angenommen haben. Das heißt, Blei holen, Buch holen und nebenbei vielleicht noch ein bisschen Alkohol holen und den Hardware Store. Ja, und den Alkohol holt es Brauerei. Die Truhe können wir außen suchen, wenn wir genug Dings haben. Besorge Crack eine Flasche Eis. Cold Iron Brew. Ungewöhnliche Polizeizellen. Wo ist denn das mit dem Blei jetzt hin? Sollen wir uns merken oder was? Das ist ja blöd. Naja, gut, machen wir das mal. Ja, ja, look where you going. Wir wollen die Folge auch nicht zu lang werden lassen. Das ist immer ein bisschen doof. So 30 Minuten finde ich gut. Und alles so um die 30 Minuten finde ich eigentlich. Das ist so mein Sweet Spot aktuell. Aber jetzt machen wir erstmal einen kurzen Schnitt. So, natürlich ist es Nacht. Wir hätten vielleicht mal pennen sollen. Ihr wisst ja, was nachts immer passiert. Hier kann ich mich irgendwo kurz hinsetzen und abwarten. Jo, das müsste hier eigentlich gehen, oder? Die Anzahl. Nicht die Zahlen. Ihr braucht die, nicht die Zahlen, ihr braucht die Anzahl. Was ist denn nur los mit diesem Übersetzer? Also mit mir. Hier habe ich gemacht die Übersetzung. Die Übersetzung muss ich sagen. Das muss ich mir selbst aufschreiben. Machen wir mal 6 Stunden. Dann müsste es so gegen 8 sein. So, und das Spiel eingefroren. Sehr gut. Ich habe das gespeichert, als ich zur Tür rausgegangen bin. Ich mache einen Schnitt an der Stelle. So, zack, kleiner Schnitt. Zum Glück hatte ich hier einen Ladepunkt, also ich habe dann jetzt gleich noch die Zeit vorgeschoben. Keine Ahnung, das Warten und das Schlafen scheint verbuggt zu sein. Schlafen eher nicht, aber das Warten hat beim letzten Mal schon... Wollen wir da warten? Ich weiß gar nicht. In der letzten Folge war das auch schon. Das ist auch schon abgestürzt, das Spiel. Muss ich mal gucken, aber ich habe eigentlich nichts installiert, außer das Sim Settlement. Schwierig. Schwierig, schwierig. So, wir haben einige Questen jetzt noch zu erledigen. Ich will wenigstens noch eine Sache schaffen jetzt in der Folge. Und zwar ist das hier Suche nach Büchern. Das ist eigentlich ganz gut, das ist nicht so weit. Das haben wir uns als nächstes Suche nach Büchern und räume den Hardware Store. Das ist ein Abwasch. Bücher und Hardware Store. Fangen wir mit Büchern an, würde ich sagen. Daten. Das wäre dann quasi Abholung. Und die deaktiviere ich erstmal. Dann sehen wir, wo wir hin müssen. Nämlich in die Richtung. Ja. Also die Synchronleistung von den Synchronsprechern sind zwar Englisch, also ist zwar nicht so, also ist nicht meine Muttersprache, also ich bin da nicht so konform, aber hört sich echt gut an, muss man sagen. Also gute Leistung, mehr als gute Leistung, finde ich. Nur 30 Meter, ich weiß nicht, ob ich über die Mauer komme. Nee. Das war jetzt ein Versuch. Wir verhalten uns lieber außerhalb von der Mauer. Hooligan Scavenger. Aua. Wow. Ich sehe den nicht mal. Da ist er. Was habe ich hier noch an Waffen? Nachladen. Da ist kein ordentliches Visier drauf. Im Dienstgewehr. Oh, getroffen. Ihr seht das nicht. Aber ich sehe den. Aber ich treffe ihn nicht. Ist zu weit weg, nehme ich an. So, 3 Schuss müsste reichen. Komm. Laden jetzt nicht nach. Aua. So. Der hat mich mit, wahrscheinlich mit Dings Waffe angeschossen, wie es aussieht.
mit irgendwas radioaktive Munition oder sowas. Red Away und Stimbari. Oder wir sind hier in so einem. Ach, das sind die Fässer da, glaube ich. Bei den Typen mit taktisch konvertiertes Gewehr. Kann ich nicht nehmen, warum auch immer. Haben da den Typ hier gerade erschossen? Wo ist er denn? Ach, da. Immer alles mit. Haben wir uns verdient. Dafür, dass wir die Munition ausgeben mussten, um den zu erschießen. Der hätte einfach aufgeben können. Der kleine Idiot. Aber nein. Er musste ja mit uns anlegen. So, ich glaube, wir müssen da rein, oder? Kann das sein? 39 Meter in die Richtung. Könnte sein, könnte aber auch ein kleineres Gebäude sein. Ja, es ist, glaube ich, das hier. Die Police Station, wirklich. Church Bibliothek, Police. Na gut, ab in die Bibliothek. Mal schauen, was uns hier erwartet. Ich hoffe, uns erwarten in der Tat Bücher, muss ich sagen. Hier ist irgendwas zum Entsperren. Lass uns mal damit anfangen. Ich rate einfach mal. Oh. Protektorensteuerung. Persönlichkeit einleiten, aktivieren. Persönlichkeit, U-Bahn-Bekleidung, Rechtsvollzug, Feuerwehr, Konstruktion, Erste Hilfe. Okay, das war natürlich Glück jetzt mit dem. On duty. Ist aber nett. Okay, ich bin ruhig. Zugekettet von der anderen Seite, wie es aussieht. Kann ich die Kette wegschießen? Okay. Ich nehme das mal alles mit. Wir brauchen das alles für die Base. Sag ich mal. Ich hoffe, meine Taschen sind leer. Ich hoffe, ich war so schlau und habe in der letzten Folge meine Taschen noch leer gemacht. Gerade Militärzeugs braucht man diese Schaltpläne und so. Kann ich das vielleicht zerschießen? Nicht so aus. Also muss ich irgendwie da einen Weg reingeben. Von oben, oder? Ja, von oben. Da geht's hoch. Ein Lehrbuch, nehmen wir mit. Noch ein Lehrbuch, nehmen wir auch mal mit. Verbranntes Buch, ein Buch. Wir brauchen ein spezielles Buch für den Typ. Bibliotheksterminal, vielleicht können wir da gucken. Das war Doves Dilemma oder sowas. Buchanfrage senden. Bibliotheks. Fordern Sie einen Bibliotheksprotektron an. Buchanfrageformular. Melden Sie ein kontroverses Buch. Fordern Sie einen Protektron an. Fehler. Hinweis: eingeschränkte Bücher. Liebe Leserin. Churchill Library. Bücher der 50er. Fahrenheit von Ray irgendwas. Lord of the Flies. Ja, der Fliegen. Okay. Also in dem Terminal steht nichts drin, was wir irgendwo irgendwie verwerten könnten. Hier brauchen wir einen Schlüssel. Nehmen wir mal alles an Büchern mit. Ja, hier sind auch nur ein Buch, die Bücher. Da ist eine Couch zum Sitzen. Überfälliges Buch.
So, wir haben alles mit hier nochmal in Büchern. Ich hab so eine Vermutung, wo der Schlüssel sein könnte. Und zwar. Wir fangen mal hier drüben an. Wir nehmen alles mit. Kaffeetasse, gut, Kaffeetasse ist Keramik, nehme ich an. Das bräuchte man jetzt nicht unbedingt, sag ich mal. Aber irgendwann wahrscheinlich trotzdem für irgendwelche Isolatoren und so. Brauchst bestimmt Keramik. Und ich denke, dass wenn wir jetzt hier durchhüpfen, ich kann unten aufmachen und da findet man dann den Schlüssel. Was du meinst? Meine Idee war das. Das Radio ausmachen, das gibt bestimmt nur Lizenzprobleme wieder. Ja, bei Deadpool war ich auch bei der letzten Folge Deadpool. Da musste ich ja auch die Musik wegschneiden. Im Nachgang. Pilzhut. Weil es gab ein Lizenzproblem bei YouTube da. Also das jetzt veröffentlichen können, auch mit dem Lizenzproblem. Da wird halt das von jemand anderem monetarisiert. Von dem angeblichen Lizenzinhaber. Aber das sind meistens irgendwelche dubiose Firmen. Und das sehe ich dann ehrlich gesagt auch nicht ein, dass die das dann monetarisieren für die Arbeit, die ich gemacht habe oder die der Entwickler gemacht hat. Und andererseits kann es sein, dass das Video dann irgendwann mal gesperrt wird, weil dann sich irgendjemand denkt, ja gut, ich möchte das jetzt nicht mehr. Und deswegen, wenn Lizenzprobleme, dann schneide ich die immer raus. Also versuche ich zumindest. Hier ist eine Jacke. Hier ist die Kette. Da war ordentlich Munition drinne. Warte mal, fällt da gerade ein oder also da saß einer oben. Vielleicht hat der den Schlüssel. Ein Ordner. Hier ist kein Schlüssel. Hier sehe ich auch keinen Schlüssel. Eine Zigarre. Hier ist der schwarze Mann. Da ist auch kein Schlüssel, das gibt's doch nicht. Ach, es geht noch eine Etage hoch. Jetzt hast du übersehen. Da ist ein Ghoul. Ich denke, der ist tot. Was ist das jetzt? Der ist defekt. Ach so, das ist die Schrotze. Krass. Die müssen wir weghauen, glaube ich. Die ist sowas zu viel. Kurze Doppelläufige. Unsere hat 45 Schaden. Den auch 45 Schaden. Weg damit. Ich glaube, ich muss. Gewehrkasten. Ich glaube, ich muss nach der Folge renne ich mal kurz nach in die Base zurück. Und lad mal ab. Das kann ich nicht mitnehmen. Da belade ich mich nur. Ach, Schlüssel, da ist der Schlüssel. Schlüsselbibliothek, hier haben wir einen gefunden, den Schlüssel. Was ist an dem Terminal hier besonders? Wenn es jetzt nur Text ist, lass mal es gesendet, eingeschränkte Bücher.
Liebes Terminal. Wenn ich jetzt jeden Terminal alles durch vorlese, dann werden wir mal erstens nicht fertig. Und zweitens ist an manchen Stellen vielleicht die Übersetzung nicht ganz so gut. Und deswegen lassen wir das mal sein. Kuchenform, eine Bratpfanne, oh, Corned Beef, leere Milchflasche. Ich sehe ja, die Gemeinschaftsküche scheinbar. Okay, dann würde ich erkläre ich mal das Gebäude für gelootet. Es liegt natürlich überall noch ein Stückchen Holz rum und dann noch ein Stückchen Papier und so, aber das lassen wir mal da einfach liegen. Und wir gehen hier durch die Tür. So, ich höre Geräusche. Und da bewegt sich was. Wow. Oh, 4 Rats. Die ekelhaften Ghule. Da kommen sie runter. Das gibt's doch nicht, man. Die hätten einen Schlag abhalten können. Das geht mir auf den Sack. Echt. Okay, der hat irgendwas Legendäres gehabt. Hier ist ja das Buch, glaube ich. Ah, ich kann nicht mehr so viel tragen. Inventar. Flammenwerfer, Schlüssel, Leuchtpunkt, irgendwas taktisch primitiv. Bin ich auf der Liste, mache ich runter. Waffen sind halt ziemlich schwer. Ich nehme lieber Material mit, ich glaube, das ist besser. Weil was kommt aus so einer Waffe raus? Vielleicht 3 Metall oder was? Da kann ich ja lieber so ein paar Tabletts mitnehmen, die sind leichter. Und ohne Machete. Die gucke ich mir mal kurz an. Die Machete. 30 Schaden, Schwinggeschwindigkeit ist Mittel. Finde ich eigentlich Osmar ganz cool. Was hat er eben, was hatte ich da eben gekriegt? Was Dings hatte? Jetzt Lederausrüstung, rechtes Bein weg. Metallrüstung, rechtes Bein weg. Rechter Arm, Hooligan weg. Aber irgendwas hier ist verschweißt mit irgendwas. Ach hier, straffender Lederrüstung, linker Arm. Nahkampfschaden wird auf den Angreifer zurückgeworfen. Das ist vielleicht auch interessant. Aber im Moment geht es mir noch nicht so um die Stats auf den Klamotten überhaupt. Das mal vernünftige Klamotten. Das würde mir auch reichen. Und ich denke, dass hier das Buch irgendwo sein muss. Eigentlich sein müsste. Hier ist noch Munition. Ich werde mal ganz kurz gucken, was ich hier herstellen kann auf der Schnelle. Hier, Famished. Ich habe das mal übersetzt, richtig übersetzt, dass dieses Vieh. Ja, demnächst auch die Version 0.91 veröffentlichen. Also wahrscheinlich heute noch oder morgen. Nach der Aufnahmesession eventuell. Da habe ich diesen Hungrigen richtig. Also ich habe die Übersetzung rausgenommen. Weil das hat nicht gepasst. Ich habe den Eigennamen gelassen. Famished heißt der im Original. Und der Übersetzer hat es mit. Mit hungrig übersetzt. Was ich auch ein bisschen sinnlos fand. Ich muss mal alles hier. Ribeye Steak. Stechflügel, Filet. Womble Steak. Bringt ja nichts, wenn es in der Tasche rumliegt. Und wir nichts davon essen können. Getränke vielleicht. Ne, Wasser kann ich jetzt gerade nicht aufbereiten. Was ist das? Dreckiger Ödländer. Das ist irgendein Getränk. Pasteurisierte Milch. Suppe. Lass mal Verwertbares, lass mal. Gut. Dann Exit.
Du fällst nicht die Herausforderung, diesen Gegenstand herzustellen. Ich gebe dir gleich mal eine Herausforderung. So, der Raum ist soweit sauber. Mal kurz was wegschmeißen, damit ich laufen kann. Hier oben scheint es noch einen Hochweg zu geben. Ein Hochweg, vielleicht ist da das Buch. Oder war gerade da, was gerade leuchtet gerade? Ach, Nuka-Cola-Flasche. Nuka-Cola gibt es natürlich auch hier. In England. Verbranntes Buch, verbranntes Buch. Verbranntes Buch. Oder stand eben was? Irgendwas mit Larry. Buch, 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 Buch. Ein Kilo muss ein Buch, ist echt viel. Larry Crocker und die Spaltungskammer. Wo steht da Harry Potter und die Dingskammer? Kammer des Schreckens. Spaltungskammer. Ach so, das ist quasi ein Witz. Total lustig. Verbranntes Buch, Gewicht. Das hat keinen Wert, das Zeug, ne? Weiß nicht, warum ich das mitschleppe. Zwei Kilo Gewicht. Das kriegt man immer wieder, das ist der Mist. Den Hut, der hat 0,5, den behalten wir. Und hier zerrissene Hemd und Hose weg. Ich nehme aber die Bücher noch mit. Vielleicht können wir die verkaufen. Das ist halt das falsche Buch. Wir brauchen ein ganz spezielles Buch. Und zwar irgendwas mit Doves. Sehr strahlende Raupe. Sammlerumhang. Was ist denn ein Sammlerumhang? Wir müssen noch was loswerden, dummerweise. Das ist echt scheiße. Ich wollte die Machete mal ausprobieren. Die wiegt doch nur 2 Kilo, ne? Bratpfanne. Tablett. So. So. Wir suchen jetzt nur noch das Buch, würde ich sagen. Aktenschrank. Okay. Habe ich die Quest überhaupt aktiv oder renne ich hier nur so durch die Kante? Nee. Finden Sie Doves Dilemma. Suchen Sie nach Büchern für Dings. Boah, ich hänge jetzt hier. Wirklich. Daten, Inventar. Ein Flansch. 5 Kilo. Naja, komm. 10 Kilo gespart. Hänge jetzt hier drin. Ist das ein Witz oder was? Meine Fresse. Dieses Spiel. Doves Dilemma brauchen wir immer noch. Das kann sonst wo liegen, ne? Ne, ist nur... Buch, Buch, Buch. Ohne Titel, oder? Ein Fleur de Lis drauf. Das wie... Wie Dings. Wenn die sich stacken, dann ist es auch nur so Dingsbuch, halt nur so Item.
Buch-Item sozusagen. Wir haben ja schon alles untersucht eigentlich. Aber oben war es halt auch nicht. Da ist noch eins. Kleines Miss Uranium. Abgeschlossen. Ach, das war's. Schlecht übersetzt. Dove's Dilemma, kleines Miss Uranium. Verstehe ich nicht. Loungebox für Kinder, Kirschbomben. Also Lunchbox, nicht Loungebox. Ich glaube, wir haben nur 4 Bücher gefunden. Das ist nicht das richtige Buch, was wir gefunden haben. Kleines Miss Uranium. Kleine Miss Uranium. Harry Crocker. Ich glaube, das ist nicht René. Ne, fehlt immer noch. Finden Sie Dove's Dilemma. Und das war auch nur ein ganz normales Buch. Also wir haben das zu 98% irgendwo gesehen, das Buch. Und deswegen müssen wir jetzt hier nochmal rumrennen und das alles suchen. Es hat auf jeden Fall einen Eigennamen gehabt. Aber das kleine Miss Uranium, ich konnte das vorher schon sehen. Hier steht nicht nur Lehrbuch. Ach hier, Buch, 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 Buch. Scheiße. Ich dachte, jetzt ist es dabei. Bodenventilator, ich bin wieder so gierig. Man verlackte, das wiegt gar nichts, das Zeug. Medizin umsetzen wiegt auch nichts. Kann ich mal sortieren nach Gewicht? Verbindungsstange. Mach ich mal weg. Ist uns jetzt auch nichts. Wir brauchen das scheiß Buch. Wir brauchen Platz für das scheiß Buch. Ich glaube, hier unten ist es nicht und oben ist es auch nicht. Tisch haben wir alle untersucht. Wir machen das jetzt so. Ich mache jetzt hier einen kleinen Schnitt an der Stelle, weil es sind schon über 48 Minuten in der Folge. Das wäre schon ein bisschen, fast ein bisschen lange. Ich mache einen kleinen Schnitt, suche das Buch und zeige euch das dann. Und wir machen dann. Wir holen es dann. Wir sammeln es dann zusammen ein. Ja, so machen wir es. Weil sonst wird die Folge unendlich lang und für euch ist das ja auch nicht unbedingt spannend zu sagen. Deswegen suche ich jetzt mal. Bin gleich wieder da. So, ja, da sind wir zurück. Ich habe es jetzt gefunden. Dauert nicht mehr lange, wir haben es gleich geschafft. Ich würde es nur gerne nochmal aufzeichnen, damit ihr das dann auch... Das ist nämlich relativ schwer. Das war mehr oder weniger nur ein Zufall. Und zwar ist es unter dieser Cardbox, also der Karton, unter dem Karton, findet sich... Das Buch Dove's Dilemma. Nehmt das mal da abgeschlossen, optional. Das ist nicht so einfach zu finden, weil da guckt keine Sau drunter. Das kann nur durch Zufall. Ich habe auf alles draufgeschlagen vor Wut. Ihr müsst quasi in den rechten Flügel von in den Right Wing in Church Bibliothek und von da aus geht's dann in die erste Etage hoch und oben findet ihr dann Dove's Dilemma unter der Cardbox. In der Tat. So, dann würde ich ja fast sagen, wir machen jetzt Schluss für die Folge. Also, ich kann nochmal ganz kurz den Weg euch nochmal ganz kurz zeigen. Also wir kommen hier rein in die Kirchenbibliothek. Dann geht's hier hoch in die dritte Etage. Also wenn ihr
den schnell finden wollt. Das Buch Dove's Dilemma. Dritte Etage. Hier rein. Und hier lag der Schlüssel. Und mit dem Schlüssel geht's dann hier runter in den rechten Flügel der Churchill-Bibliothek. Ganz einfach. Eigentlich nicht so schwer, eigentlich einfach. Und ja, kann man sich eigentlich gut merken an der Stelle. Gut, wir sind jetzt bei 50 Minuten Folge. Das ist ein bisschen viel. Wir machen jetzt an der Stelle Schluss. Wir geben das dann in der nächsten Folge ab, die Quest. Und ich möchte gerne in der nächsten Folge Ost nochmal kurz zu dem Bromley Hardware Store, weil er so in der Nähe ist. Und deswegen aktiviere ich die jetzt schon mal. Und dann bleibt mir jetzt noch zu sagen, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns in London.